Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die FDP-Fraktion hat ja einen Abgeordneten in ihren Reihen, Herrn Dr. Wolf, der jetzt den Raum verlässt, der alleine mehr Verfassungsklagen verloren hat als die gesamte rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zusammen, nämlich 5. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt, Herr Kollege Lindner, eingehen, den CDU und FDP hier erneut ausgeblendet haben bzw. verdrehen wollen. Sie haben eben von spekulativer Finanzpolitik gesprochen. Ich frage Sie mal ganz konkret, was haben Sie denn mit dem Phoenix-Portfolio gemacht? Sie haben die Lasten der WestLB auf die Zukunft verschoben. Sie haben darauf spekuliert bis zum heutigen Tage, dass diese Lasten von einer Regierung, der Sie nicht angehören, abzutragen sind. Aber ich sage Ihnen noch was anderes, was spekulative Haushaltspolitik anbetrifft. Sie haben uns ja vorgeworfen, dass wir angesichts von den Steuereinnahmen, die wir jetzt haben, keinen Stellenabbau machen, keine Konsolidierung im Personalbereich. Lassen wir das mal so stehen. Das hat die Ministerpräsidentin klargestellt, Herr Prinken klargestellt und auch Herr Römer. Aber Sie wollen darüber hinaus Folgendes tun. Sie wollen 450 Millionen Euro bei der Grunderwerbsteuer im Landeshaushalt einsparen gegenüber jetzt. Sie wollen 500 Millionen Euro bei der kalten Progression einsparen gegenüber jetzt. Sie wollen 150 Millionen Euro bei den Förderprogrammen einsparen gegenüber jetzt, und zwar nicht an Ausgaben einsparen, also Haushaltsmehrbelastung. 450 Millionen Euro beim Kiewitz wollen Sie mehr ausgeben. Und Sie wollen 250 bis 450 Millionen bei der Inklusion mehr ausgeben. Wir reden nicht über den Personalhaushalt, sondern über den Gesamthaushalt. Also ohne den Personalhaushalt wollen Sie schon 2 Milliarden Euro diesen Haushalt verschlechtern, liebe Kolleginnen und Kollegen. 2 Milliarden Euro verschlechtern. Und ich habe Herrn Lindner in der damaligen Plenardebatte, ich kann mich sehr genau daran erinnern, fragen wollen, welche Alternativvorschläge denn die FDP-Fraktion auf den Tisch legt. Er hat zunächst die Zwischenfrage nicht zugelassen. Da wir das schöne Instrument der Kurzintervention haben, habe ich dann eine Kurzintervention genutzt und ihn gefragt, Herr Kollege Lindner, welche Alternativen haben Sie in der Sache oder im Modell? Dann haben Sie angefangen zu schreien. Sie haben kein Modell vorgestellt und Sie haben bis heute, wir haben den 2. Juli 2014, wie Sie eben so richtig bemerkt haben, kein Modell vorgelegt, kein Finanzierungskonzept vorgelegt, und Sie machen es sich einen schlanken Fuß, wie Sie es immer machen, und die messianische Stelleneinsparung, wie sie Herr Prinken vorgestellt hat, 40.000 Stellen oder auch 10.000 Stellen bei 3.000 vorhandenen im Ministerium einzusparen, haben Sie auch nicht zurückweisen können, weil Sie schlicht nichts an der Hacken haben, Herr Kollege Lindner. So, und dann möchte ich noch ein Beispiel liefern, weil es eben auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist. Was haben Sie denn konkret 2005 gemacht? Sie haben einen zweiten Nachtragshaushalt vorgelegt, der eine Rekordhöhe in der Ausgabenplanung dieses Landes bis heute vorgesehen hat, mit 7,6 Milliarden Euro Neuverschuldung. Sie haben sofort nach Regierungsübernahme 1 Milliarde Euro zusätzliche Ausgaben in Ihren Haushalt eingestellt, und das Verfassungsgericht hat Ihnen auch damals bestätigt, das ist verfassungswidrig. Sie waren keine 2 Wochen im Amt und haben einen verfassungswidrigen Haushalt für das Jahr 2005 vorgelegt. Ich möchte meine Rede relativ zügig beenden, weil ich das nicht wiederholen will, was Frau Ministerpräsidentin Kraft und die Fraktionsvorsitzenden Prinken und Römer gesagt haben. Ich will aber nicht versäumen zu sagen, es ist wohlfeil, jetzt vorzutragen, 710 Millionen Euro fehlen im Etat, im Personalbereich, aber die Vorschläge nicht zu machen. Wenn Sie tatsächlich diese 40.000 Stellen einsparen wollen, fordere ich Sie auf, im Nachtragshaushaltsverfahren diese Anträge zu stellen, 4.500 Stellen bei der Polizei oder eben auch meinetwegen 18.000 oder auch 30.000 bei den Lehrerinnen und Lehrern. Dann machen Sie diese Anträge, stellen Sie sich in Feuer und stellen Sie sich dann auch gegen die Gewerkschaften, wenn Sie es machen. Und eine Bemerkung zum Gerichtsurteil möchte ich mir allerdings auch nicht verkneifen. Ich finde es schon bemerkenswert, dass sich mittlerweile die Gewalten gegenseitig vorschreiben wollen, welches Personal sie haben. Dass wir Urteile vom Verfassungsgericht akzeptieren müssen, ist selbstverständlich. Aber dass der Richterbund sich jetzt auch noch darin einmischt, wer an der Spitze der gesetzgebenden Gewalt fehlt, finde ich, gelinde gesagt, geschmacklos. Vielen Dank.